Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute gibt es ein Pack-Opening zu der aktuellen Promo, der Summit-Promo. Headliner ist GOAT KD, Kevin Durant mit den anderen GOAT-Karten von Point Guard bis Center. Alle anderen können Small Forward spielen. Außerdem gibt es noch ein paar Hunderter mit Shai Gilgeous-Alexander unter anderem und Dark Matter-Karten wie Scoot Henderson, Darius Garland und noch eine Karte, die für mich uninteressant sind. Also wir wollen in diesem Pack-Opening mindestens mal 100er overall oder eine Kevin Durant Karte ziehen. Mal gucken, was es gibt. Ich wünsche euch viel Spaß. Alle, die jetzt neu dazugekommen sind, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Alle anderen herzlichen Dank für den ganz, ganz krassen Support das ganze Jahr über und jetzt halt auch vor allem so spät von NBA 2K24. Und jetzt gehen wir rein ins Pack Opening. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon in der Übersicht von dem Pack Opening. Wir ziehen die Summit Collection. Wir haben schon einige Free Packs, wir können uns auf jeden Fall noch einen Deluxe Pack gönnen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist noch nicht die richtige Promo dafür. Summit 20er Box, 400.000 MT, ich stehe über 2 Millionen, das heißt, es tut nicht so sehr weh, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Erstes Pack, Summit und direkt der langsame Shake. Leute, was geht ab? Es ist mindestens ein Dark Matter, es könnte ein 100er sein, aber es ist ein Dark Matter. Jetzt bitte, bitte, bitte KD, weil ich will keinen von den anderen drei bekommen. Wir sehen Small Forward, das ist schon direkt ein gutes Zeichen und es ist mit der Nummer 35 von den Phoenix Suns, Kevin Durant. Small Forward Center Karte hat eigentlich ein ganz cooles Design, mit dem Trikot passt es irgendwie zu dem Dark Matter Glow auf der Karte. Small Forward kann er spielen, würde er auch bei mir spielen, als Center meiner Meinung nach natürlich undersized. Nächstes Pack ist leider nichts drin. Wer hätte jetzt erwartet, dass direkt ein nächster Banger da drin ist? Sascha Vesenkov ist da drin gewesen, drittes Pack. Leider wieder nichts. Ich hoffe, dass wir jetzt noch einiges ziehen. Ich kommentiere es natürlich nach, das ist gemein. Ich weiß, was wir bekommen, aber ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter. Wir bekommen Jordan Walsh im vierten Pack. Pack Nummer 5 ist kein Shake. Es ist ein LaMelo Ball Ruby. Das ist eine coole Karte, die man zumindest quicksellen oder Exchange packen kann für das nächste Summit Pack, was man sich dann irgendwie erspielt. Ich habe auch noch einige Free Packs, die ich gerne auf YouTube hochladen würde von den Promos in den vorherigen Wochen. Schreibt gerne in die Kommentare oder lasst ein Like da als Zeichen für mich, dass ihr das auch noch sehen wollt. Es wird auch nochmal so 10 Minuten Pack Opening sein. Da sind auch ein paar nette Karten dabei gewesen. Wir kriegen wieder einen Ruby Paolo Banchero. Wir sind schon ziemlich fortgeschritten in diesem Pack Opening. Es sind 9 von 20 und da ist der nächste Shake und er ist wieder langsam mindestens Dark Matter und wir wollen aber einen 100er Overall bekommen. Ich würde am allerliebsten mal eine Gold Karte bekommen. Ich habe noch keine einzige Gold Karte. Ich habe meine Frau gefragt, was glaubst du, wer ist da drin? Sie war gerade im Raum. Sie hat gesagt, es ist GOAT Kevin Durant. Und wir öffnen und wir bekommen nur einen Dark Matter. Und jetzt wieder hoffen, dass es nicht die gleiche Kevin Durant Karte ist mit dem Small Forward Center. Man könnte jetzt auch hoffen, dass man vielleicht irgendwie einen Point Guard Kevin Durant bekommt. Und wir bekommen zuerst den Small Forward angezeigt mit der 35 von den Golden State Warriors und die Karte spielt Small Forward Shooting Guard. Das ist auf jeden Fall schon mal eine geile Sache, weil für einen Shooting Guard ist Kevin Durant auf jeden Fall oversized. Wir haben schon Glenn Rice, wir haben Julius Irving, das sind schon sehr, sehr starke Karten auf der Position. Aber wenn man Größe braucht auf der Position, ist Kevin Durant dann eine richtig gute Lösung. Ich finde auch, jetzt habe ich schon ein bisschen mit ihm gespielt, dass der Wurf okay ist. Man muss halt gucken, dass man den einigermaßen frei bekommt. Aus dem Pick einen Pop, einen guten Pop. Dann ist das Ding green, wenn du den triffst. Ich finde, der ist easy. Ich finde, der ist gut. Dribble Moves sind auch nice mittlerweile. Der hat den Lina, der Pro 2 Lina, der bei jeder guten Karte am Start ist. Der hat nicht mehr seinen eigenen. Damit kann man spielen. Wir gehen weiter. Wir sind 13 von 20 drin und bekommen Amethyst Damian Lillard. Das ist eine Karte, die geht auch auf jeden Fall in Exchange. 14 von 20. Wir haben eine Goldkarte. Garrett Temple. Der ist noch in der Liga. Holy shit. 15 ist kein gutes Pack, wir kriegen Guy Santos. Okay. Nummer 16. Kein Shake, kein Shake, kein Shake. Devin Vassell. Und wir ziehen jetzt so gegen Ende gar nichts mehr. Eine Ruby-Karte. Paul George, okay. Neuer Sixer. PG 8. Schwierig jetzt erstmal sich daran zu gewöhnen, aber gut. Jay Crowder mit Pack Nummer 18. Head Coach Ty Lue ist auch am Start, wird schön gequicksellt. In Pack Nummer 19 ist auch nichts drin, nur noch ein Saphir, ne? Smaragd sind die grün. Und das letzte Pack, Pack Nummer 20, ist nochmal ein Shake.
Es ist aber kein langsamer Shake und es ist ein Galaxy Opal oder ein Diamond. Ich kann das immer noch nicht unterscheiden. Das Einzige, was ich unterscheiden kann, ist, wenn es wirklich eine 100er ist, es ist ein Center. Es ist Anthony Davis. Anthony Davis ist eine Diamantkarte und das ist auch eine Karte, die in Exchange geht. Also wir können eine Summit Packung noch aus dem Exchange rausholen mit dem, was wir alleine schon gezogen haben. Den Anthony Davis sehen wir jetzt hier nicht, weil ich den nicht doppelt habe. Aber wir packen alles andere in Exchange und dann sehen wir uns gleich mit dem letzten Pack nochmal kurz wieder. Und ich packe meine letzte Ruby-Karte in Exchange und bekomme noch ein unveräußerliches Summit-Pack. Es ist ein normales Pack. Es gibt ja Base, Normal und Deluxe. In den Base-Packs ist normalerweise gar nichts. In den normalen hast du eine Chance. In Deluxe ist eine Karte von dem Set safe drin. Aber auch da das Risiko, dass du eine schlechte Karte kriegst, viel zu hoch. Wir öffnen das Pack und es ist kein Shake. Das heißt, wir gehen leer aus. Tim Duncan, der Ruby Coach, ist noch am Start. Und das ist das schon gewesen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like da. Abonniert, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus. Bye, bye.